Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alles aufgebaut Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sind auf dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, ich erinnere mich und euch immer wieder daran, Allah subhanahu wa ta'ala, dass man sich vor ihm vorsieht, dass man ihn fürchtet, dass man sein Leben nach ihm ausrichtet, nach dem, was er mag, dem aus dem Weg geht, was er verabscheut, subhanahu wa ta'ala. Liebe Geschwister, wie wir in der letzten Predigt gelernt haben, Allah subhanahu wa ta'ala gibt dem Menschen in diesem Leben nicht, weil der Mensch unbedingt gut ist oder weil der Mensch unbedingt verwehrt ihm etwas, weil er unbedingt schlecht ist, sondern um zu sehen, wie der Mensch mit den Gaben Gottes umgeht. Wie Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, dass Moses zu seinem Volk sagte, لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ, damit ihr seht, damit Allah sieht, wie ihr mit dem umgeht, was Allah euch subhanahu wa ta'ala gegeben hat, sinngemäß übersetzt. Allah subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister, hat uns in diesem Leben auch Dinge gegeben, die nichts anderes als ein Vorgeschmack dessen sind, was uns im Jenseits erwarten wird. Damit unsere Seelen sich nach dem sehnen, was Allah subhanahu wa ta'ala den Gottesfürchtigen bereitet hat. Egal welche Gaben es in diesem Leben gibt, so gibt es etwas Ähnliches. Und die Betonung liegt auch mit dem Wort Ähnlichen. So gibt es etwas Ähnliches im Leben nach dem Tod. Gibt es etwas Ähnliches, was die Ähnlichkeit ist im Namen, die Gleichheit ist im Namen, ansonsten die Wirklichkeit ist eine vollkommen andere. Der Unterschied ist so wie Tag und Nacht. Abdullah ibn Abbas, möge Allah mit ihm und mit seinem Vater, dem Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam zufrieden sein, sagte, im Paradies ähneln sich nur die Namen. Das heißt, wenn du Paradies hörst, gibt Früchte, die gleichen Früchte vom Namen her, aber die Wirklichkeit davon ist eine vollkommen andere. Liebe Geschwister, wenn wir uns betrachten, was Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Leben erwähnt hat an Dingen, die es auch im Jenseits gibt, die Flüsse, die Betten, die Teppiche, die Trinkgefäße, all das im Paradies gibt es, allerdings anders als in diesem Leben. Schauen wir uns die Gebäude an. Wenn etwas errichtet worden ist, ein Gebäude in diesem Leben ist nicht das gleiche wie ein Gebäude im Jenseits. Das Gebäude in diesem Leben, man verbringt vielleicht ein ganzes Zeitalter oder ein ganzes Leben, um dieses Gebäude aufzurichten und investiert darin, bis man damit fertig ist. Und danach, wenn man damit fertig ist, ist es dem Zerfall ausgesetzt. Das heißt, nach einer gewissen Zeit zerfällt es oder geht kaputt und ähnliches. Und man muss es reparieren. Und man erkennt Mängel an der Konstruktion und man erkennt Mängel an der Umsetzung. Und man fühlt sich manchmal nicht wohl darin, obwohl man sein Leben darin und so weiter und so fort. Allerdings das Gebäude im Paradies, so sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das Gebäude im Paradies besteht jeweils immer aus einem Ziegel aus Gold und einem Ziegel aus Silber. Und das Mörtel davon ist wohlriechender Moschus. Und die Kiesel im Paradies sind Perlen und Rubinen. Und die Erde im Paradies ist Safran. Das ist überliefert in Sahih al-Tirmidhi. Allah Azza wa Jal sagte sinngemäß übersetzt, angenehme Wohnungen, gute Wohnungen in den Gärten des Edens. Schaut euch an, wenn Allah sagt gut, was sich dahinter steckt, das ist die Interpretation und die Erklärung unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam für dieses Wort gut. Im Paradies gibt es keinen Dreck. Im Paradies gibt es keine Abflüsse, die schlecht riechen. Im Paradies gibt es keinen Schmutz. Im Paradies, liebe Geschwister, bestehen die Zelte aus ausgehöhlten Perlen, wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, für den Gläubigen im Paradies gibt es ein Zelt aus einer einzigen Perle, die ausgehöhlt ist. Die Länge davon ist 60 Meilen. Der gläubige Mensch macht darin seine Runde bei seinen Ehefrauen und die einen können die anderen nicht einmal sehen aufgrund der großen Entfernung. So hat es uns überliefert, Imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Lieber Bruder, liebe Schwester, hast du in diesem Leben, in deinem Leben schon einmal einen Rubin gesehen oder eine Perle gesehen, die, und wenn es nur ein Quadratmeter groß ist, die so groß ist wie ein Quadratmeter, subhanallah, im Paradies gibt es Dinge, nach denen das Herz sich begehrt. Und damit du auch weißt,
dass all das, was du in diesem Leben begehrst, gibt es im Jenseits und noch besser und vollkommener Form. Deswegen lass dich nicht ablenken mit dem, was es in diesem Leben gibt, an Kindern, an Vermögen, an anderen weltlichen Zielen. Die Flüsse in diesem Leben sind der Umweltverschmutzung ausgesetzt. Und es kann sein, dass sie austrocknen. Und es kann sein, dass es zu einer Ebbe kommt. Aber die Flüsse des Paradieses, Allah beschreibt sie darin als Bäche mit Wasser, das nicht schal wird, das heißt nicht abgestanden wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, es gibt darin Flüsse aus Milch, dessen Geschmack sich nicht verändert, und Flüsse aus Wein, die einen Genuss für jeden darstellen, der davon trinkt, und Flüsse aus gereinigtem Honig. Und die Frauen in diesem Leben, liebe Geschwister, im Vergleich zu den Frauen im Jenseits, die Frauen in diesem Leben, wie wir wissen, sie haben unübersichtliche Unvollkommenheit, sowohl hinsichtlich ihres Verstandes als auch hinsichtlich ihrer religiösen Ausübung. Und auch was die Schönheit angeht, so vergeht sie nach und nach. Was allerdings, und das Gleiche gilt natürlich auch für die Mängel, die sich bei Männern befinden. Aber der Vergleich macht die Sache deutlich. Die Frauen in diesem Leben, sie menstruieren, sie sind im Wochenbett, sie urinieren, sie schwitzen, sie riechen manchmal schlecht. Aber die Frauen im Paradies, Allah subhanahu wa ta'ala hat sie als gereinigt bezeichnet. Gereinigt hinsichtlich ihres Körpers, gereinigt hinsichtlich ihrer Charaktereigenschaften, gereinigt in jeglicher vorstellbarer Hinsicht. Sie sind liebevoll und gleichaltrig, wie Allah im Koran sagte, uruban atraban. Und ebenso beschrieb er sie subhanahu wa ta'ala im Koran, dass die Paradiesfrauen sich in den Zelten zurückgezogen haben. Das bedeutet, liebe Geschwister, dass sie die Zelte nicht verlassen. Und das ist ein Hinweis darauf, dass die vollkommene Ehefrau diejenige ist, die ihr Zuhause nicht verlässt und die von ihrem Mann vorgefunden wird, immer wenn er nach Hause geht. Und ebenso ist es auch ein Hinweis darauf, dass der gläubige Mensch, der sich vollkommen in seiner Fitra befindet, auch eine Frau begehrt, die eben ihr Zuhause niemals verlässt. Und genauso, Allah sagte, sinngemäß übersetzt, sie sind Frauen, die ihre Blicke senken. Das heißt, nur auf ihren Ehemann schauen und nicht auf andere Frauen, auf andere Männer schauen. Diese Ehefrau, der Mann findet sie vor, jedes Mal, wenn er nach Hause geht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam beschrieb eine dieser Frauen im Paradies. Er sagte, wenn eine Frau des Paradieses einmal auf die Erdbewohner schauen würde, so würde sie alles, was zwischen Himmel und Erde ist, erleuchten. Und er sagte sallallahu alaihi wasallam, sie würde alles, was zwischen Himmel und Erde ist, erleuchten und mit gutem Duft füllen, und ihr Kopftuch, nur ihr Kopftuch, das sie auf ihrem Kopf trägt, ist besser als das Diesseits und alles, was es darin gibt. Das hat Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, überliefert. Und das, liebe Geschwister, wenn das für ihr Kopftuch gilt, was gilt dann für den restlichen, für ihre restliche Kleidung und für ihren Körper erst recht? Zweifellos sind diese Dinge, liebe Geschwister, ein Ansporn für den gläubigen Menschen, dass er in diesem Leben nichts tun soll, sondern dass er eben handeln soll für diese Sachen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam den gläubigen Menschen versprochen hat. Und zweifellos sind die Frauen in diesem Leben, wenn sie das Paradies betreten, besser und schöner als die Paradiesfrauen aufgrund ihrer Gebete und ihres Fastens und ihrer Gottesdienste und ihres Hijab und ihrer Geduld und so weiter und so fort. Das Reich in diesem Leben, das Reich, das man besitzt, der Besitz, den man hat, das Eigentum, ist nicht das gleiche wie das Eigentum im Jenseits. Das Eigentum in diesem Leben vergeht und es ist der Alterung ausgesetzt. Und es ist der Alterung, der Zerstörung ausgesetzt und auch einer wirtschaftlichen Katastrophe, die einem von heute auf morgen alles wegnehmen kann, wie einem Menschen, wie den Menschen in Surat al-Qalam alles weggenommen worden ist. Aber das Reich im Jenseits, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte darüber, O Allah, es gibt kein wirkliches Leben als das Leben im Jenseits. Das ist überliefert bei Bukhari und bei Muslim. Und der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, nur die Stelle,
an der man seine Peitsche ablegt. Denn der Prophet hat mit Leuten gesprochen, die geritten sind auf Pferden, auf Kamelen und ähnliches. Diese nur, wenn du dir vorstellst, die Peitsche, wie dünn sie ist und wie lang sie ist, wie viel Quadratzentimeter wird sie vom Boden brauchen, wenn man sie hinlegt. Diese Stelle im Paradies, sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam im Hadith bei Sahih al-Bukhari, ist besser und wertvoller als das gesamte Diesseits und was es darin gibt. Allah sagte sinngemäß übersetzt im Koran al-Karim, und wenn du dorthin siehst, das heißt im Paradies, und wenn du dorthin siehst, wirst du Wonne und ein großes Reich sehen. Und wenn Allah Azza wa Jal etwas als groß bezeichnet, dann ist es wirklich groß. Dieses Reich vergeht nicht. Dieses Reich verringert sich nicht. Dieses Reich wird nicht übergeben an deine Nachkommenschaft. Und dieses Reich wird auch niemals jemand zu Unrecht beschlagnahmen. Und niemand wird dich darin angreifen. Und du brauchst dir darüber keine Sorge machen. Und es wird deins sein für immer und ewig. Und ähnliches gilt, liebe Geschwister, für die Nahrung in diesem Leben. Die Nahrung in diesem Leben, alleine schon, dass man nach seinem Rizq strebt, ist eine Anstrengung. Danach muss man es zerkauen und essen und wieder ausscheiden. Und so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam sinngemäß, dass die Nahrung in diesem Leben ist für den Sohn Adams, ist für die Kinder Adams ein Gleichnis, ist für die Sohn Adams ein Gleichnis, hinsichtlich ihres Diesseits. Diese Nahrung ist ein Gleichnis für das Diesseits. Selbst wenn man es, sagt der Prophet, selbst wenn man sie, die Nahrung, selbst wenn man sie ausschmückt, selbst wenn man sie schön zubereitet, selbst wenn man sie salzt, dass sie gut schmeckt, sagt der Prophet, schau an, wie sie am Ende sein wird. Gemeint ist, nachdem du sie gegessen hast und nachdem du sie ausgeschieden hast. Und danach kannst du zur Verantwortung gezogen werden, wenn du verschwenderisch bist. Und es kann sein, dass du durch die Nahrung, die du aufgenommen hast, erkrankst. Und so sagte, und so habe ich gelesen auf einer Internetseite, dass 70% und manche sagen sogar 80% der Krankheiten ursprünglich zurückzuführen sind auf das, was der Mensch in seinen Körper einführt durch Essen und durch Trinken. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, und das ist die Wahrheit, und es spricht derjenige, der immer die Wahrheit spricht, der Mensch füllt kein übleres Gefäß als seinen eigenen Magen. Der Mensch füllt kein übleres Gefäß als seinen eigenen Magen. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, es reichen ihm ein paar Bissen, damit er aufrecht geht. Aber wenn du unbedingt musst, sagte er, sallallahu alaihi wasallam, dann ein Drittel mit Nahrung füllen, ein Drittel mit Trinken füllen und ein Drittel übrig lassen, um damit zu atmen. Und wir könnten lange und weiter reden über das, was Allah subhanahu wa ta'ala den gläubigen Menschen an Früchten bereitet hat. Die Früchte, liebe Geschwister, um das zu erwähnen, die Früchte, die wir in diesem Leben pflücken mit jeglicher Anstrengung, im Jenseits beschreibt uns Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt, وَجَنَّ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ. Das heißt, die Früchte dieser beiden Paradiesgärten, sie sind nahe. Das heißt, nahe für denjenigen, der sie pflücken möchte. Und er braucht nur das zu wollen oder nur seine Hand danach auszustrecken. Also sagte uns Mujahid ibn Jabr, der Schüler von Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, sinngemäß, er sagte, wenn man steht, dann sind sie in einer Höhe, sodass man sie nehmen kann. Und wenn man sich hinsetzt, dann kommen sie ebenfalls zu einem näher. Wenn man sich hinlegt, ebenfalls begeben sie eine Position, sodass man sie nehmen kann. Er sagte, ka'annahu sami'un muti', als würden die Früchte hören können und gehorchen. Als würden die Früchte hören und gehorchen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister, mich und euch zu den Paradiesbewohnern machen, die die höchste Stätte im Paradies einnehmen werden. Möge Allah azza wa jal unsere großen und unsere kleinen Sünden vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ins Paradies ohne Abrechnung und ohne Bestrafung eingehen lassen. O Allah, verwehre uns nicht den Paradiesgarten, o Herr der Welten. Vergib uns unsere Sünden allesamt und schütze uns vor der Strafe des Höllenfeuers. Und zu guter Letzt möchte ich noch sagen, bevor wir beten, dass inshallah ta'ala die Zeit umgestellt wird und dass ab nächster Woche inshallah ta'ala das Freitagsgebet um 13 Uhr wie gewohnt in der Winterzeit stattfindet. Ab nächster Woche um 13 Uhr statt 14 Uhr. الأسبوع القادم أيها الأخوة الأفاضل سيتغير التوقيت ولذلك ستبدأ خطبة الجمعة الساعة في تمام الساعة الواحدة كما عرفنا ذلك في السنوات الماضية في فصل الشتاء وفقني الله وإياكم وصلى الله على نبينا محمد.